zur Zeitung, Cold im Magazin. Die sind verdammt gut drauf, da schreibt der Thomas unglaublich gut. Und auch der Graf ist verdammt gut drauf. Herzlich willkommen beim E-Magazin. Herzlich willkommen. Stell dich kurz vor. Mein Name ist Robert Datschel. Ja. Bin von der FES Elektrotechnik GmbH aus dem schönen Kärnten, genau genommen aus dem Lauerntal. Und jetzt machen wir eins, damit die Leute sehen, damit das schön ins Bild kommt. Bitte, alles bestens, du kannst wieder zurückdrehen. So. Also, fangen wir mal an. Woher du kommst, wie du hast, das wissen wir jetzt. Ja. Was hast denn du vorher gemacht? Es ist eigentlich so, ich bin seit 18 Jahren in der Elektroindustrie, in dieser Branche unterwegs und habe im, also diesen Jahres ein Unternehmen gegründet mit einem Partner. Am 1. Juni. Ganz genau. 2021, ganz genau, ja. Muss sagen, wir sind mittlerweile 25 Leute, haben uns spezialisiert auf die Papier- und Zellstoffindustrie und auf die Petrochemie. Und der zweite Step, der ist gerade beim Anlaufen. Also wir machen Alternativenergien im Industriesektor. Boom. Also dieses klassische Elektrikerbereich, Einfamilienhäuseln und solche Dinge ist eher weniger. Wir sind größtenteils in der Elektroindustrie unterwegs, weil es einfach die Erfahrung durch meine Partner und was ich in den letzten 20 Jahren erworben habe, wir sind bekannter Markt, wir wissen, was wir tun und es ist einfach die komplette Ausführung, Sicherheit etc. ist einfach, wir haben es einfach gelernt und das ist unsere Branche. Wenn man jetzt so ganz am Anfang bei einem Unternehmen einsteigt, das höchstwahrscheinlich ziemlich stark wachsen wird, welche Vorteile hat man da? Wenn ich unser Betrieb jetzt hernehme, also wir bilden Schaltschrankbauer, Montage, Montageleiter und auch Elektroplaner aus, ist es einfach so, diese Personen, die zu uns kommen, können eigentlich einsteigen, wo sie möchten. Wir haben fantastisch ausgebildete Lehrkräfte in jedem Bereich und erstens die Aufstiegsmöglichkeit ist riesengroß. Absolut, ja. Und deswegen, also es steht für jeden die Türe offen, was er möchte. Es ist einfach wichtig, die Einsatzbereitschaft. Und ich muss da wirklich sagen, wir sind ein sehr familienfreundlicher Betrieb. Es passt einfach, wir sind ein junges, dynamisches Team und eigentlich ist fast jeder Wunsch offen. Gut. Das heißt, das ist ähnlich wie, wenn man die Chance gehabt hätte, ganz, ganz am Anfang bei Apple einzusteigen, wie es nur 10, 15, 20 Mann Unternehmen war. So ähnlich, ja. Schauen wir mal, was du kannst. Fangen wir mal gleich mit den ersten Fragen an. Jawohl. Alle Giffers-Produkte, na, die Frage ist eigentlich viel zu simpel, aber okay. Alle Giffers-Produkte, die in der hauseigenen Produktionswerkstätte produziert werden, dürfen nur das Haus verlassen, wenn sie auf Sicherheit und Funktion geprüft wurden, 12 Monate im Lager liegen, ja, vom GF, meint man, Geschäftsführer besichtigt wurden oder unter Spannung stehen. Das ist jetzt relativ eine leichte Frage. Dadurch, dass ich GIFAS schon sehr lange kenne und die Erfahrungswerte und sie sehr viel Wert auf Sicherheit legen, also ist eindeutig Antwort 1. Aber die war eigentlich viel zu einfach. War eigentlich sehr einfach, also, ja. Wie gesagt, an die Regie, bitte solche Fragen in Zukunft ein bisschen schärfer machen, weil das ist mir jetzt wirklich zu einfach. Zum Thema Mitarbeiter. Ja. Was suchst du? Generell zum jetzigen Zeitpunkt suche ich ganz dringend Montageleiter und Monteure für den Einsatz in Österreich. Und okay, Österreich? In Österreich, okay. Ja. Also wir haben uns gedacht, also wir werden uns vorwiegend auf Österreich spezialisieren, weil einfach ist es so viel Arbeit in Österreich. Wir wollen den österreichischen Markt mit unseren Kräften abdecken und deswegen muss ich sagen, in dieser Größe ist der österreichische Markt ausreichend. Frage Nummer 2. Wie viel Millimeter kann man die Giffers von der Bodendose im eingebauten Zustand nachträglich Höhen verstellen? Bis zu 20 mm, 1 mm, bis zu 6 mm oder bis zu 3 mm? Die Frage ist allerdings jetzt
um das schwieriger, was die erste wirklich zu einfach war. Aber jetzt haben sie mich eiskalt erwischt. Ich muss ehrlich gestehen. Nur einmal. 20, ja. 1, 6 oder 3 mm. Nein. Hast du sowas schon jemals einbaut? Nein. Muss ich ehrlich zugeben, ich habe von Gifas schon viel montiert, aber die Bodendose habe ich noch nicht montiert. Deswegen, vielleicht besteht die Möglichkeit mit einem 50-50 oder Telefon oder irgendwas. Also zur Strafe, wenn du es nicht weißt, einmal heute zumindest einmal 5 so Dosen einmal einbauen. Ja, fast, fast. Am Abend noch. Ja. Und bitte Bild schicken, dass wir das Bild haben. Auf jeden Fall. Wir nehmen einen 50-50 Joker. Passt. Übergeblieben ist 20 mm und 6 mm. Ich muss trotzdem raten. Aber meine Antwort ist 6 mm. Passt, du bist weiter im Rennen. Boah, ja, danke, super. Ja, und ich habe mir da vorher eine Kleinigkeit angeschaut. Weißt du eigentlich, was FES heißt? Ich sollte es wissen als Geschäftsführer, ja. Bitte, was heißt es bei dir? FES heißt Future Electric Systems. Das ist super. Da muss man nämlich aufpassen, wenn man googelt. FES ist eine orientalische Kopfbedeckung. Auch, das stimmt ganz genau. Wir haben uns da vorher auch informiert über diese Namen. Aber zurückführend auf unsere zwei Schwerpunkte in der Elektroindustrie und Alternativenergien im Industriesektor hat eigentlich FES, Future Electric Systems, am besten gepasst. Na, perfekt. Also keine Kopfbedeckung. Nein, keine Kopfbedeckung. Aber gewusst hast du schon, gell? Habe ich gewusst, ja. Es okay. gibt auch in Deutschland ist ein Motorenwerk. Auto. Genau, wollte ich gerade sagen. Genau. So, da, von welcher Mindestlebensdauer kann bei einer Leuchte der Delta Lux Serie ausgegangen werden? Mhm. Was sind das? 25.000 Stunden, 40, 60 oder 80.000? Da muss ich eigentlich jetzt auch ein positives Kommentar in Gifas abgeben. Am österreichischen Markt ist jetzt seit kurzem oder seit längerem nicht mehr der Preis entscheidend. Gell? Es wird sehr viel auf die Qualität geschaut und da muss ich sagen, weiß ich so zuvor, weil ich die letzten Leuchtnachttage gekauft habe oder die Leute gekauft habe. Und die kennst du wirklich? Die kenne ich wirklich und die hat 80.000 Betriebsstunden. Du bist weit im Rennen. Was willst du uns noch über der Firma, die keine Kopfbedeckung ist, keine orientalische, erzählen? Ja, also der zweite Step oder ein großer Step ist auch die Schaltschrankfertigung. Mhm. Das war eigentlich zu Beginn oder bei unserem Start ein großes Thema. Dadurch, dass man eine große Lagerfläche braucht für den Schaltschrankbau, gewisse Werkzeuge etc., war immer die Frage, gehen wir diesen Sektor an oder nicht. Aber ich muss sagen, wir haben eine tolle Halle erworben, ja, im schönen Lauerntal mit über 500 Quadratmeter und wir müssen sagen, wir können die auch zur Gänze auslassen. Das ist wirklich super. Ich kenne das Lauerntal vom Motorradfahren und das ist wirklich eine Sensation. Sehr schön. Griffner, so was. Ja. Gibt gute Strecken. Ein paar. Ich weiß, ja. Gut, gehen wir zur nächsten. Wie viele verschiedene Abstrahlwinkel gibt es für die HPL-Serie Hochleistungsstrahler? Eine verschiedene, sechs verschiedene, drei oder 15? Hm. Das weiß ich, da haben wir vor kurzem etwas anbieten lassen. Das müssten normal sechs Abstrahlwinkel sein. Das ist richtig. Bei der HPL, ja, genau, ja. Das heißt, du wirst halt unbedingt mit Material nach Hause fahren, das ja, der Gifas zur Verfügung stellt, gell? Die Fragen sind recht gut, muss ich sagen. Ja. Also, gefällt mir. So, da. Welcher Leuchtentyp wird im Regelfall von der Firma Gifas bei Sportstättenbeleuchtungen verwendet? Deltalux, LineLED, HPL, Stream LED Power. Also, es ist echt gut jetzt, deswegen habe ich auch die letzte Frage gewusst. Wir haben vor kurzem von der Firma Gifas Vorgeschichte. Wir haben viele Mitarbeiter, die beim Tennisverein dabei sind und da geht es um die Tennisausstattung bzw. Beleuchtung. Und dadurch weiß ich das alles, was man da heranzieht oder herannimmt. Also man nimmt die HPL und da gibt es eigentlich ein paar tolle Systeme, Produkte, also von der Firma Gifas, angefangen von der Auslegung bis hin zur fertigen Lieferung. Also muss ich sagen, ist das sehr gut und deswegen ist das die HPL-Leuchte.
Richtig. So, du hast jetzt 25 Mitarbeiter. Ja. Das Wachstum wird, wie schätzt du das ein? Wo werdet ihr wann sein? Das ist jetzt eine gute Frage. Also zu Beginn oder zu Start unseres Unternehmens hätten wir diese Anzahl jetzt schon nicht erwartet. Gell? Wenn es diese Richtung, wenn es in diese Richtung weiter so gehen sollte, also erwarten wir eigentlich bis Ende nächsten Jahres, dass wir dreistellig werden sein. Ende 22 dreistellig. Ganz also genau. 100. Das genau. Bedeutet, wenn sich Leute angesprochen fühlen, Techniker angesprochen fühlen, wo können die wohnen? Können die in ganz Österreich wohnen oder müssen die? Eigentlich ist es so, wir sind gerade in Aufbau-Kommandozung. Wir machen gerade eine Niederlassung in Linz. Mhm. Und eigentlich ist es egal, wo der Mitarbeiter herkommt, weil wir Projekte, Baustellen in ganz Österreich haben. Das, also, wir haben auch jetzt schon Mitarbeiter, die kommen aus Graz, wir haben einen aus Wien, aus Villach sogar einen. Also sie sind wirklich komplett verstreut und das ist überhaupt kein Problem, weil man wirklich... Also melden alle, bitte, die Interesse haben und wachsen wollen. Ganz genau. Dein vorheriger Dienstgeber, wo du vorher beschäftigt warst, ja. Ich glaube, der hat so um die 400 Mitarbeiter, oder? Ich denke, mittlerweile wird er 400 haben, ja. Wo ist dann für die Grenze einzuziehen? Gibt es das? Glaube ich nicht. Na, Grenze kann man da keine einziehen. Für uns ist wichtig, in unserem Betrieb, im Vordergrund steht der Monteur, der Arbeiter. Hm. Es muss sich einfach, die Leute müssen sich wohlfühlen. Und am heutigen Arbeitsmarkt ist es eh so schwierig, Personal zu finden. Die kommen eh nur, wenn es klasse ist. Ganz genau so schaut das. Ja. Entweder kannst du dem Mitarbeiter was bieten und der fühlt sich wohl und der geht gern arbeiten, dann passt's. Du kannst heute nicht einmal Mitarbeiter mehr mit Geld zuschütten etc. Es muss einfach der familiäre Umgang im Betrieb, der muss passen. Jetzt sind wir schon bei der letzten Frage. Okay. Wie viele Unterflurprojekte hat die Firma Kiefer seit ihrem Bestehen schon umgesetzt? 300, 1500, 500 oder 1000? Firma Kiefer, das gibt es schon lange. Ich glaube um 1960. Also ich würde sagen, ich weiß es nicht mit Sicherheit, ich habe auch noch keine Unterflur eingebaut, aber ich schätze 1500. Da hast du richtig geschätzt. Echt? Ja, absolut richtig. Super. Geschätzt. Sag mal, Wachstum. Ja. Ich meine Ausbildung, technische Ausbildung, Know-how, Erfahrung, Netzwerke, Kunden, alles super. Das Gefährliche für Firma ist das Thema Wachstum. Stimmt. Wenn du aber schnell wächst, kann es nicht sein, dass ihr über das Tempo stolpert, dass ihr die Strukturen nicht mitziehen könnt. Wie schaut das aus? Kann man sich darauf verlassen, dass ihr das beherrscht, das Thema Wachstum? Ich kann sagen, wir haben einige Mitarbeiter für uns gewonnen, die was den Großbetrieb gewöhnt sind. Die, was die Systeme, die wir brauchen, eingeführt haben oder helfen uns, die Systeme einzuführen. Und deswegen muss ich sagen, sollte die Thematik sein, dass wir einmal über die eigenen Füße stolpern, müssen wir sowieso die Notbremse ziehen. Es muss das Rundherum passen und dann passt auch der ganze Betrieb. Gut, dann sage ich mal danke. Wir gehen jetzt zum Thema Preise aussuchen. So, da, nachdem die kurze Pause jetzt vorbei ist. Wir haben hier drei Pakete. Das Bodendosenpaket, das Lichtpaket. Welches dieser drei Pakete willst du haben? Drei? Ach so, es gibt noch eins. Ich habe noch eins vergessen. Ach so. Das ist es. Also ich muss ehrlich gestehen. Wie nennt man dieses Paket? Sonst kannst du es nicht kriegen. Das ist ein Strompaket, oder? Das ist das Strompaket. Ja. Dann nehmen wir das Strompaket. Ich würde sagen. Passt. Das Strompaket würde für unsere Industrie... Dann kriegst du das Strompaket. Danke. Bitte sehr. Das gefällt mir. Euch sage ich danke fürs Zuschauen. Dir sage ich wirklich danke fürs Mittun. Hat einen riesen Spaß gemacht. Gruß nach Kärnten. Dankeschön. Bin in wenigen Tagen wieder dort. Jawohl, alles Liebe. Super. Ciao, ciao. Danke.